Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Play hier auf dem Kanal, nämlich von Virginia, dem relativ bekannt gewordenen kleinen Spiel, weil es ein paar Besonderheiten hat, die wir bald kennenlernen werden. Dieses Let's Play wird ein kurzes Intermezzo zwischen den Thief-Teilen werden, denn es dauert gar nicht mal so lang. Ich habe gelesen, irgendwas mit 2 Stunden Spielzeit. Aber da wir immer etwas genauer gucken, schauen wir mal, wie lange es genau wird. Aber wie gesagt, es soll ein kleines Häppchen für zwischendurch sein, denn ich bin ganz gespannt, wie wir das Spiel hier gemeinsam erleben können. Und damit starte ich auch direkt mal in die Geschichte und dann seht ihr auch gleich, was an Virginia so besonders ist, falls ihr es noch gar nicht wisst. Geschichte spielen. Im Sommer 1992 führte das FBI Ermittlungen in einer Kleinstadt in Virginia durch. Die folgende Geschichte entstand auf Grundlage des amtlichen Berichts zu den Ereignissen. Virginia. Und da sind wir im Spiel angekommen. Ich finde das ganz spannend, dass die beteiligten Leute am Anfang genannt werden, denn in diesem Spiel geht es sehr viel um Kunst, um das Erleben des Spiels, um das Spielgefühl und so auch die Musik, die atemberaubend gut ist, hier im Intro auch schon zu sehen. Und hier geht es um Details. Wir müssen uns also auch immer gut umschauen, denn wir kriegen keine Texte gesagt. Im ganzen Spiel wird nicht gesprochen. Auch ein sehr interessantes Stilmittel, nicht zu sprechen, ist natürlich auch eine Art der Aussage. Ich finde das sehr spannend gemacht bei dem Spiel. Jetzt sehe ich gerade schon, gerade in dem Bild, wo die Kiste abgeschlossen wurde, hatten wir doch einen Ring um, oder nicht? Ich bin mir da ziemlich sicher, dass ich da einen Ring gesehen habe an der linken Hand. Der ist jetzt weg. Ist sie vielleicht geschieden? Und so werden wir uns das Spiel durcharbeiten müssen. Alles anschauen. Natürlich jetzt nicht so lange wie jetzt hier gerade. Wir gehen gleich ein bisschen schneller voran. Aber um das mal zu zeigen. Ich möchte wirklich
versuchen, alle Details zu finden, denn hier soll viel, viel versteckt sein. Und wir sind wohl eine Frau auf dem Damenklo. Wo die Schachtel hin ist, wissen wir nicht. Das war vielleicht woanders, vielleicht in einem anderen Leben vor jetzt. Ein Lippenstift. Nehmen wir den Lippenstift. Wir machen uns das ein bisschen frisch. Vielleicht sind wir irgendwo, wo wir gut aussehen müssen. Den Anfang des Spiels kenne ich schon, den habe ich selber schon in anderen Videos gesehen, aber lange nicht das ganze Spiel. Und lange nicht so viel detailliert umgeschaut. So, wir sind hier fertig. Wir haben unsere Tasche mitgenommen. Toilettenpapier, Müll. Naja, ist auch nur ein Klo, ne? Das ist jetzt auch nicht so spannend. Bisschen, noch Hände trocknen. Nö, können wir nicht. Dann, gehen wir raus. So. Ein langer Gang. Hier können wir nicht hinaus. Da ist das Herrenklo. Der Artstyle ist auch sehr interessant, ein bisschen comichaft. Sehr minimalistisch. Also man sieht schon, die ganzen Bilder sind schwarz. Wir werden also wirklich nicht von Dingen abgelenkt, die nicht wichtig sind. Und umso mehr müssen wir auf alles achten, was wir denn überhaupt sehen. Denn das ist nicht viel. Training Room. Was mag da drin? Noch ein Training Room. Und Facilities Office. Wir sind also in irgendeiner Art von Büro, Meetingraum, Executive Office. Da gibt es Custodial, okay. Technical Phase 4 Admin Concurs. Na gut. Das Spiel ist an sich auf Deutsch, natürlich die Texturen und so sind anscheinend alle auf Englisch geblieben. Ah, okay, hier stellen wir uns an. Ging ganz automatisch. Achso. Wir müssen immer schön hinten dran bleiben. Sie checkt anscheinend eine Art von Liste. Vielleicht Zugangskontrolle, ich weiß es nicht. Aha, hallo Madame. Ja, wir warten, keine Sorge. Okay, wir dürfen weiter. Ah, Momentchen, wir können noch auf mich warten. Hier liegen Dokumente, nichts zu sehen, viele, viele Schalter. Kästenkram. Ihre Liste sehe ich nicht, die ist leer, der ist so verarscht, die Frau. Ihre Applaus. Lichtschalter. Leider nach oben nichts. Okay, Applaus, wir werden erwartet. Oh. Ja, danke. Department of Justice, Federal Bureau of Investigation, FBI. Wir sind beim FBI. Wir haben auch ein FBI-Namensschild. Hallo, mein Freund. Kann ich schon tun? FBI. Oh, wir sind also beim FBI aufgenommen worden. Sind wir FBI-Agent? Gedämpfter Herzschlag. Und ich spiele extra nicht mit Facecam, falls ihr euch wundert, weil ich nichts vom Spiel ablenken möchte. Hier muss man sich auf das Spiel konzentrieren, weil ich ein Tonbandgerät, mit der das Geräusch macht. Na, ich befürchte, wenn ich mich länger so genau umschaue, dann werden wir die 2 Stunden vielleicht ein bisschen überschreiten. Kann man schneller gehen? Ich will ja die Distanzen. Oh, die Leiter führt nicht irgendwo hin. Das sieht immer noch genauso aus wie vorher. Gut, Tonbandgerät, ich komme. Warum ist das so? Ah, da war eine Besetzung für das Schild, das wir schon kannten. Wir können nirgendwo anders hin, außer in... Was steht da? Ist viel zu klein, kann ich gar nicht lesen. Raum 402. Ah, eine Wohnung.
Eine Wohnung mit vielen Kartons. Ist das unsere Wohnung? Wir sind also gerade am Ausziehen oder Einziehen, würde ich schätzen. Ich würde fast eher tippen, Einziehen, denn wir sind ja gerade FBI-Agent geworden. Chinesisches Essen, also bestelltes Essen. Gut, gerade eingezogen, da haben wir noch keine Zeit zum Kochen. Noch keine Utensilien auch da, nichts. Hopp, Madame. Ach, mit Rechtsklick laufe ich nach vorne, ist ja interessant. Kann ich auch mit WASD. Ein Notizblock, okay, ein Sofa. Ein Telefon, alles noch sehr spartanisch, aber gut, vielleicht auch gerade erst da. Ein etwas älterer Fernseher. Sind wir also nicht in der Jetztzeit, vielleicht ein bisschen in der Vergangenheit. Der Computer sieht auch nicht gerade hochmodern aus. Tastatur und Maus sind nicht zu erkennen, ist interessant. Disketten, ja gut, das ist auf jeden Fall nicht die Jetztzeit, ne? Also wir sind ein bisschen in der Vergangenheit. So, die wird aber auch, hier lenkt uns nichts ab, das ist alles sehr steril hier. Gehen wir mal in den nächsten Raum. Tür knarrt, auch hier Kartons. Da liegt jemand. Haben wir, was ist eine Frau? Haben wir eine, nee, ist ja nur ein Zimmer, eine WG ist es nicht. Lebensgefährtin vielleicht? Auf dem Wecker steht nichts, oder? Die Zeit ändert sich total komisch durcheinander. Ich behaupte, wir träumen. Wer? Ach, das sind wir? Ah, ein Traum. Wir haben geträumt. Oh, der Schrank war noch nicht da. Wenn man Uhrzeiten im Traum nicht lesen kann, ist das ein Zeichen dafür, dass man träumt. Hallo? Alarm? Aus. Geh aus. Lass mich weiter schlafen. Neben dem Wecker lag der Schlüssel von der Box von ganz am Anfang. Er hat dieses markante Kopfende. Liegt er da immer noch? Da liegt er. Aber abgebrochen. Er ist kaputt. Es ist jetzt 6.30 Uhr. Früh am Morgen. Sonne scheint. Zimmer gen Osten. Wir können die Sonne direkt sehen am Morgen. Auch sehr beruhigende Musik, finde ich sehr schön. Es lenkt ein. Es ist nicht hetzig. Man wird nicht abgelenkt. Okay, wir müssen also wohl in das Badezimmer. Oder kann ich mich nochmal hinlegen? Nein, kann ich nicht. Oh, erstmal Zähne putzen, wichtig. Kann ich Wasser nicht. So, Badewanne, können wir duschen vielleicht. Weckt einen auf. So, wir können Bad benutzen. Ja, genau. Ah, ja, das ist genauso mache ich das morgens auch mal. Unser FBI Anstecker. Wir können aktuell nicht weg. Wir müssen erstmal gut schminken uns wieder. Machen wir uns frisch für den Arbeitstag und gehen motiviert. Nanu? Nanu? Warum? Sie schminkt sich nicht. Tut es aber sonst immer. Das könnte man als Zeichen dafür sehen, dass sie, weiß nicht, frustriert. Vielleicht braucht sie es nicht. Vielleicht denkt sie, ihr äußeres Scheinungsbild ist nicht mehr so wichtig. Okay, FBI-Stecker dran. Ich möchte aber nicht sagen, dass man sich schminken muss, aber sie tut es ja sonst immer. Und jetzt tut sie es nicht, das ist ja eine Auffälligkeit. Sie ändert ihr Verhalten. Also hat sich auch in ihrem Leben etwas verändert. Vielleicht gefällt ihr der Job nicht.
immer noch Kisten. Es ist also nicht sehr viel Zeit vergangen. 7.44 Uhr. Das war jetzt über eine Stunde. Und das ohne Schminken. Naja, beim FBI arbeitet man anscheinend langsam. So, hier hat sich sonst nichts verändert. Soweit ich. Oh, der Schlüssel ist ja noch da. Der Schlüssel ist weg. Sie hat also in der Zwischenzeit den Schlüssel von dort weggenommen. Warum? Warum hat sie das getan? Okay, gehen wir weiter. Hier immer noch Kartons. Alles beim Alten. Gut, wenn sich im Schlafzimmer nicht ändert, da ist das Buch, das Telefon, Tastatur, Maus, die Disketten sind auch noch alle da. Alles beim Alten geblieben. Naja, es ist also wirklich noch derselbe Tag anscheinend. Okay, dann gehen wir raus. Decke ist auch alles in Ordnung, ne? Jo. Gehen wir zur Arbeit. Exit. Oh, das ging schnell. Ja, wir sind in einem Taxi. Ja, Taxometer. Wir wohnen also ein bisschen außerhalb anscheinend oder müssen irgendwo hin. Welcome to Virginia. Jetzt fahren wir nach Virginia. Montag. Erster Tag. Ach, sie hat den Schlüssel bei sich. Okay, vielleicht ein Andenken an etwas. So was wie ein Talisman. Ja, ihre Kollegen. Wir fahren nach oben. Guten Tag. Hallo. Ja, hallo. Wir dürfen uns bewegen. Wir sind, ich weiß gar nicht, irgendwo 11. oder so, würde ich mal schätzen. Auf jeden Fall relativ weit oben. Ist hier irgendwo einer unser Arbeitsplatz oder so? Natürlich hat man im Spiel auch keinerlei Questmarker oder so. Das würde ja auch wahrscheinlich nur ablenken. Okay, hier sind alles Büroarbeitsplätze. FBI-Kollegen. Trinkt einer offenbar seinen Kaffee mit Milch. Das ist eklig. Gehe ich weg. Den mag ich nicht. Kaffee trinkt man schwarz. Etwas größerer Arbeitsplatz mit etwas mehr Zeug, aber auch sonst nichts. Hier ist nichts, okay. Notizzettel hier, Tür, die wir nicht öffnen können, da, Feuerlöscher an der Tür. Ah, ein Meetingraum. Hier sind die also alle am Arbeiten. Okay, nichts, nichts, nichts. Oh, meine Blume ist ja was Neues. Dekoration. Da noch ein Kaktus. Anscheinend gibt es beim FBI nur Kakteen. Ne, da hinten gibt es eine Palme. Okay. Noch ein Aufenthaltsraum, okay. Hier höre ich Geräusche. Mhm. So, ich glaube, wir können hier nirgendwo etwas tun, oder? Hier kann man sich Filme anschauen. Vielleicht für Besprechungen, ein paar Vorführungen. Okay, gehen wir mal ein bisschen schneller voran. Ich glaube, hier werden wir nicht viel finden. Ich vermute, wir müssen zu der Tür. Da kommt sogar schon ein Kreis. Aber wir können auch auf weite Entfernung gucken, ob etwas angewendet werden kann. Ah, das ist eine gute Info. Da muss man vielleicht für Kleinigkeiten gar nicht so weit laufen. Man kann mal ein bisschen rumschucken und dann schaut man auf den Punkt in der Mitte und sieht darüber schon, ob man dort was tun kann. Wenn ich diese Spielmechanik jetzt fehlinterpretiert habe, werden wir 1000 Sachen verpassen. Aber es geht ja auch nicht um Details, die man anklicken kann, auch die, die man nur sieht. Oh, hier sehe ich nichts Auffälliges, alles am Arbeiten. Okay. Ist sie? Hat sie dieses Büro? Ist das ihr Büro? Oh, warte mal, kann ich wieder rausgehen? Stand da ein Name draußen dran? Ich habe nicht auf den Namen geachtet. Schade. Hier hängen Auszeichnungen. Eine Pflanze. Hallo, Madame. Hallo.
Okay, gehen wir. Office of the Assistant Director. Sind wir Assistant Director? Oder müssen wir... Nein, wir müssen zum Assistant Director hin. So, und was wir mit dem Assistant Director besprechen werden, das sehen wir dann in der nächsten Folge von Virginia. Das Spiel fängt sehr interessant an. Ich mag diesen Stil. Ich mag dieses Ruhige, ich mag dieses Schauen auf die Details, sich alles anzuschauen und selber Schlüsse zu ziehen. Zwei Dinge müssen wir herausfinden, was ist mit dem Schlüssel und warum hat sie ihren Ehering vom ganz am Anfang nicht mehr. Das sehen wir dann aber beim nächsten Mal bei Virginia. Bis dahin, nicht den Kopf verlieren. Ciao.